Frisch und konzentriert, so präsentierten sich die Zebras im Heimspiel gegen den SC Magdeburg. Bis zur 15. Spielminute blieb die Partie offen, doch dann zauberte Hexer Niklas Landin im Tor und begeisterte mit seinen Paraden und Pässen. Niklas hat natürlich überragend gehalten und hat uns dafür dann auch die Bälle geliefert, dass wir in unser Gegenstoßspiel in unsere zweite Welle reinkommen. Und das war dann letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg. Ohne Darmke war wieder einmal nicht zu stoppen und so endete die erste Halbzeit verdient mit 15:10. Mit Laola und Runerufen trugen die Zuschauer ihr Team euphorisch durch die zweite Halbzeit und durften dann gemeinsam mit ihrem Team einen deutlichen 33:24 Erfolg feiern. Ja, da hatte ich heute echt ein bisschen Gänsehaut. Bei mir läuft es gerade gut, aber jeder, der sich ein bisschen mit dem Handball auskennt, weiß, dass auf den Außen man immer von seinen Mitspielern abhängig ist und die schaffen super Lücken für mich und deswegen bin ich im Moment auch so erfolgreich. Es war wieder einmal ein Handballfest, das den Zebras viel Selbstvertrauen gegeben hat für ihre nächste schwere Aufgabe gegen Frisch auf Göppingen. Wir waren alles andere als zufrieden mit uns selbst, was drumherum alles da passiert ist in Zagreb. Und ich denke, die Mannschaft wollte unbedingt zeigen, dass es ganz anders geht. Und die Leistung heute war mehr als überzeugend, finde ich.